für Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich fasse jetzt noch mal zusammen. Ja, Deutschland ist finanziell und wirtschaftlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Deutschlands Wirtschaft wird trotz einer sinkenden Weltkonjunktur das Jahr 2015, und ich sage das ganz bewusst, mit Schwung beenden. Das zeigen nicht nur die Prognosen der Bundesregierung mit 1,8% Wachstum in diesem und im nächsten Jahr. Auch die Einschätzung des Einkaufsmanagerindex für Industrie und private Dienstleister kommt zu dem Ergebnis, dass die deutsche Wirtschaft in den nächsten Monaten weiter wachsen wird. Das unterstreichen die aktuellen Auftragsbestände ganz deutlich, die momentan auf dem höchsten Stand seit 4 bis 5 Jahren sind. Und dieser konjunkturelle Aufschwung spiegelt sich zudem auf dem Arbeitsmarkt auch wieder. Bundesminister hat schon gesagt, wir haben mit 43 Millionen Erwerbstätigen eine Vollbeschäftigung. Und nicht nur Vollbeschäftigung, sondern den höchsten Beschäftigungsstand seit über 20 Jahren. Und damit steigen die auch Steuereinnahmen. Und jetzt möchte ich schon anmerken zum Kollegen Schlecht und dem, Sie können natürlich in jeder Rede, in jeder Debatte alles schlecht reden. Und ich habe wirklich ein Problem damit, auch als Bürgerin dieses Landes, dass wir uns selber schlechter darstellen. Sie machen das beständig. Ich habe manchmal nicht den Eindruck, ob Sie wissen, dass Sie hier in Deutschland leben, sondern ich habe manchmal den Eindruck, Sie sprechen von allen anderen Ländern, wenn Sie von Jugendarbeitslosigkeit sprechen, wenn Sie von Arbeitslosenzahlen sprechen und wenn Sie von Schulden sprechen. Also Sie müssen sich schon mal überlegen, ob Sie nicht am totalen Realitätsverlust unterliegen. Sie schüren auch die Angst bei den Menschen, und das ist nicht zielführend in einer Demokratie. Ich wollte auch Anton dazu sagen, ich stelle mir auch das anders vor. Die Kontrolle, glaube ich, haben wir nicht verloren. Das möchte ich schon auch ganz deutlich festhalten. Und ich würde mich freuen, wenn wir nicht immer von diesem Land sprechen, sondern von unserem Land. Ich bin stolz, in diesem Land zu leben. Das hat auch was mit Identifikation zu tun. Warum geht es Deutschland gut? Ein Grund liegt sicherlich in der nachhaltigen Wirtschaftspolitik Deutschlands. Und wir werden dadurch nicht nur in Europa, sondern auch international dafür bewundert, auch für unsere solide Finanzpolitik und für die starke Wirtschaft. Dank der Politik der Union ist Deutschland das Zugpferd Europas. Und das wollen wir auch so beibehalten. Und das können wir nicht, wenn wir gängeln und wenn wir diktieren und wenn wir die Wirtschaft fast züchtigen, so wie Sie die Vorschläge gebracht haben. Damit kommen wir schlichtweg nicht weiter. Es heißt aber nun, nicht Halt zu machen und sich zurückzulehnen, sondern die positiven Effekte des Aufschwungs auch entsprechend aufrechtzuerhalten und weiter zu fordern und weiter zu fördern. Und da sind wir natürlich auch als Politik gefordert, um die entsprechenden Rahmenbedingungen auch weiter zu schaffen. Und die Weichen müssen wir jetzt stellen und auch nicht warten. Funktionierendes Wirtschaftssystem braucht Investitionen und Innovationen als Treiber für das Wirtschaftswachstum. Und nur in einem investitions- und innovationsfreundlichen Klima können sich unsere Unternehmen auch weiterhin entwickeln. Und es gilt, unsere politischen Entscheidungen hier bedacht und auch sorgsam zu wählen. Und ich nenne hier ein paar Beispiele. Das Herzstück ist unser Mittelstand. Unsere hervorragend ausgebildeten Fachkräfte sind Motor für Jobs, sind Motor für konjunkturellen Aufschwung. Und der Mittelstand wird, denke ich, ganz wesentlich dazu mit beitragen, bei der Bewältigung neuer Herausforderungen, auch bei der Integration von Flüchtlingen. Und um unseren Mittelstand auch weiterhin zu fördern, freut es mich natürlich, wenn ich die Zahlen im Haushaltstitel sehe, die wir drin haben, die wir auch aufgestockt haben, ganz nachhaltig im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, über 3 Milliarden Euro für Forschung, Entwicklung und Innovationen, 781 Millionen davon Fördergelder für ZIM, für Exit und 17 Millionen, das ist, denke ich, auch ganz wichtig, für den Titel Fachkräftesicherung für kleine und mittlere Unternehmen. Wir wollen damit helfen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Denn wenn wir mit dem Zustrom von unseren Flüchtlingen hoffentlich einen Teil des
Kräftemangels, des Fachkräftemangels abdecken können. Ich habe ja gesagt, wir machen das und damit beitragen können, dann wird es nicht abschließend alleine ausreichen. Wir müssen hier schon noch mehr tun. Wir müssen vor allem unsere bewährten Strukturen, wie unser fachspezifisches Ausbildungssystem, ich sage hier nochmal Meisterbrief, reglementierter Berufszugang für freie Berufe, unsere Gebührenordnungen wie die HOI, wo wir auch gemeinsam Anträge gestellt haben und beschlossen haben, müssen wir aufrechterhalten und auch vehement unterstützen. Und ich bitte hier nochmal ganz nachhaltig auch unser Wirtschaftsministerium, uns dabei zu helfen, diese Qualitätsstandards, die wir haben und die ein Garant für unseren wirtschaftlichen Erfolg sind, auch zu verteidigen auf europäischer Ebene, auch bei der Kommission. Ich halte es für sehr, sehr wichtig. Wir müssen die Aufgabe annehmen und wir haben die Pflicht hier, dies zu bewahren und verstärkt dafür zu werben. Ebenfalls wichtig für einen gut funktionierenden Mittelstand ist natürlich auch die Energiepolitik und die daraus resultierenden Preise. Und ich denke, wir müssen schon darauf achten, dass dies nicht zu einer Belastung für unsere Unternehmen wird, sondern dass wir schauen, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit hier auch nicht gefährdet wird. Wir brauchen im Energiebereich Konzepte, marktwirtschaftliche Konzepte. Wir brauchen auch Konzepte für Kleinteiligkeit und Dezentralität, für Flexibilitätsoptionen. Und wir brauchen nicht nur Wind und Sonne, sondern wir brauchen auch KWK, Lastmanagement und allen voran auch, ist mein Thema, das ich nie vergesse, Speicher. Und ich freue mich, dass das Speicherprogramm weitergeführt wird für die PV. Und ich bitte Sie aber auch, sehr geehrter Herr Bundesminister Gabriel, das Thema Speicher bitte nicht zu vergessen beim zum Beispiel zukünftigen Strommarktdesign, das dort entsprechend zu verankern, weil ich der Meinung bin, Speicher sind weder Erzeuger noch Letztverbraucher. Wir brauchen dies, um unsere Flexibilität insgesamt zu bewahren. Energiewende ist ein Puzzle und nur wenn alles ineinander greift, so wie Sie es vorhin auch gesagt haben, kann es auch letztendlich funktionieren. Ich kann es nicht festmachen an irgendwelchen Zahlen letztendlich, sondern nur, wenn es insgesamt stimmig ist. Mittelstand stärken heißt auch Tourismus, Standort Tourismus fördern. Es ist schon oft gesagt worden und ich wiederhole es gern, der Deutschlandtourismus ist ein Zugpferd für die deutsche und vor allem für die mittelständische Wirtschaft. Und ich freue mich, dass uns die Anhebung der Mittel gelungen ist. Wir haben 500 Euro mehr erreichen können, 500.000 Euro mehr, Dankeschön. Das wäre viel zu wenig. Dann könnte ich das, was ich jetzt will, nicht fordern. Wir sorgen hier für die Verstetigung. Das ist gut. Dankeschön. Was ist passiert? Die Gelder sollen gezielt eingesetzt werden, nämlich dort, wo Potenziale noch gehoben werden können, dort, wo Kulturtourismus in den ländlichen Räumen gestartet wird. Und wir haben ja eine Initiative gestartet, auch gemeinsam mit Ihrem Haus. Frau Gleike ist heute nicht da. Es gibt da ein Projekt zur Förderung Kulturtourismus in ländlichen Räumen. Und wir müssen dieses Projekt mit Leben erfüllen. Wir haben momentan vorgesehen, dort 3 Modellregionen zu machen. Ich würde mir wünschen, mit den nun angehobenen Mitteln eventuell zu überlegen, ob wir nicht jedes Bundesland hier fördern können und in jedem Bundesland die Schätze, die wir haben, auch heben könnten. Da wären wir, denke ich, sehr, sehr froh und sehr glücklich, wenn wir dieses Projekt in diesem Sinne erweitern könnten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich abschließend an alle appellieren, im Sinne der Sache zu handeln und treu dem Spruch, die Wirtschaft ist ein Gebiet, das am wenigsten Willkür verträgt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.